Dann kommt her und holt es euch. Hey Freunde Süddeutscher Mobo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Remnant 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir einen Bossfight gemacht, haben diese Welt hier abgeschlossen. Und jetzt müssen wir zum Hüter. Wenn wir den noch finden. Und des Auferstehens. Ich glaube, hierhin müssen wir. Weil der Typ wollte auch noch was von uns, damit er die Spezies hier, den Planeten, retten kann. Ihr erinnert euch den Hüter hier, mit dem wir gesprochen haben. Gehen wir noch zu dem und reden mit dem und helfen denen hier noch. Hallo? Guten Tag. Deine Aufgabe war erfolgreich. Ich sehe, dass meine Berechnungen nicht falsch waren. Wenn ich es nun haben dürfte. Ja, du kannst es haben. Du hast einen großen Dienst geleistet. Ich und alle Drysir stehen in deiner Schuld. Bitte nimm dies für deine Mühen. Möge es dir gute Dienste leisten. Nun, falls es dir nichts ausmacht, muss ich mit meiner Arbeit beginnen. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Was hat er uns hier gegeben? Was ist das hier eigentlich? Das ist ekelhaft. Aber du weißt ja, du weißt, wenn du es zurücklässt, wirst du es bereuen. Okay. Das war, glaube ich, hier bei Charakter. Vampirherz. Gewährt bei Verwendung einen Basisschaden von 10%, der für 10 Sekunden als Lebensraub fungiert. Wir bleiben bei unserem. Weil ich brauche einfach wirklich den Heal. Bekommen wir nächstes Level? Oh, eine neue Fähigkeit bekommen wir im nächsten Level. Okay. Dann müssen wir jetzt zurück zum Wächter und dem dieses Segment geben. Dann gehen wir, glaube ich, in die nächste Welt hinein, so wie es aussieht. Und schauen wir mal ins Labyrinth. Berüchtigter Zugang. Ne, wir müssen doch nicht hier hin. Wir müssen zum inneres Heiligtum. Wir müssen hier hin. Wir müssen nicht dorthin, sondern wir müssen ins innere Heiligtum. Zum anderen Typen das Ding geben. Jo, das ist neu. Was zur Hölle? Hallo? Die Anomalie ist zurückgekehrt. Jo, Der Index ist nahezu vollständig. Noch ein Segment ist erforderlich. Geht es mir gut? Ja. Clementines Kraft stabilisiert jene Reiche, die noch nicht der Fäulnis zum Opfer gefallen sind. Unsere Bindung vertieft sich. Sie ist stark, bemerkenswert. Aber sie hat noch immer ihre Grenzen. Beeil dich. Okay, dann müssen wir in die nächste Welt schon. In die letzte, glaube ich. Auf in die letzte Welt. Mal schauen, was dort abgeht.
Schau den mal. Labyrinth, berüchtigter Zugang. Hier müssen wir hin. Müssen wir wieder hier hoch. Und die letzte Tür öffnen und die letzte Welt betreten. Mal schauen, was uns hier erwartet. Müssen wir jetzt wieder mal Steinmännchen bekämpfen. Nein! Oh mein Gott, du kleine Mistvieh hat mich gekillt. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott, ich hasse diese kleinen Mistviecher, ey. Ich hasse sie. Jetzt kann ich das Ganze nochmals machen. Nee. Jetzt geht's. So, der ist auch weg. Du da hinten kannst dich auch gerade verabschieden. So, wir müssen hier durch die Tür. Die letzte Tür zur letzten Welt. Aufschließen bitte. Jetzt bin ich gespannt. Boah, ich glaube, demnächst steht ein richtig großer Projektwechsel an, weil The Last of Us geht demnächst zu Ende oder ist schon zu Ende gegangen, je nachdem. Nimm die Folgen halt hier nach The Last of Us auf. Und The Legend of Zelda geht demnächst zu Ende, glaube ich. Also wir haben demnächst einen riesen Projektwechsel hier auf dem Kanal wieder. Ja, Esa. Okay. Die Welt ist ziemlich groß. Und sieht sehr, sehr nice aus. Dieser Ort ist echt seltsam. Der verbotene Hain. Auf jeden Fall eine Truhe. Hallo? Ein Baummann. Hallo? Bist du verletzt? Ein Pankschultag. Diejenigen, die den Pan fremd sind, wurden sehr lange nicht in Isha gesehen. Warte mal, das ist einer von denen, wie der bei uns in der Basis steht. Die Pest hat mich im Griff. Oder ist sie jetzt einfach ein Teil von dem, was ich bin? Es ist so lange her, dass der Unterschied kaum eine Rolle spielt. Aber ein Paxultek, wie kommt das hierher nach Yaesha? Durch einen großen roten Kristall von der Erde hierher gelangt. Ich war gerade in der Gegend und wollte Hallo sagen. Ein roter Kristall? Ich habe sie in meinem unruhigen Schlummer gesehen. Die Pest denkt oft an sie. Besonders an die Steine der Erde, der Paxultek. Ich bin Medel von den Wand. Als diese Welt jung war, die Pan den grünen und wachsenden Dingen. Jetzt verraten die Pan die Welt. Und die
Welt, der Wolf, verrät die Pan. Du hast einen Wolf erwähnt. Das war eine Metapher, oder? Ich suche nach mächtigen Bestien. Der Verwüster, Seuche der Pan und Schänder des Rehs. Der Wolf jagt alles, wird aber selbst nicht gejagt. Zur Schande aller Pan. Jetzt wird er gejagt. Als Teil des Gleichgewichts hat der unsterbliche Verwüster diese Welt begraben und der Pest, die alle Welten zerstören würde, Treue geschworen. Und das Rote Reh, das den Verwüster so lange in Schach gehalten hat, wurde seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wenn es versucht, sein eigenes Leben und seine Welt zu retten, muss der Paxultek den Verwüster jagen und ihm ein Ende bereiten. Ein unsterblicher Geistermann, was könnte schon schiefgehen? Vieles. Habe ich das nicht deutlich gemacht? Die Bestie hat sich mit dem Feind von allem Lebendigen verbündet. Die Bestie ist nicht allein. Die Laimir haben sich ihm im Dienst hingegeben. Viele Laimir, einst Diener der ewigen Kaiserin, wurden von der blutgetränkten Zunge des Verwüsters verführt und haben somit die Pan verraten. Vorsicht, Paxultek. Sie werden bis zum letzten Atemzug der Bestie kämpfen. Halbgott, Fantasiekrieg, klingt unterhaltsam. Ich kann den Paxultek versichern, dass es nichts dergleichen sein wird. Hast du was zum Tauschen? Handeln? Vielleicht. Geld nützt mir aus offensichtlichen Gründen wenig. Aber andere finden vielleicht Wert in dem, was das Paxultek zurücklässt. Nimm, was es will, Paxultek. Aber hinterlasse etwas, das es für gleichwertig erachtet. Eine Opfergabe für das Gleichgewicht und ein Geschenk für die Pan. Mahnung des Todes. Erhalte 20% Schaden, wenn die Gesundheit unter 100% fällt. Erhalte Hast, wenn du unter 50% Gesundheit fällst. Ring der Fixierung. Schränkt die Heilung des Trägers über 50% der maximalen Gesundheit ein und verringert allen erhaltenen Schaden um 15%. Bringe den Leidenzustand Saatfäulnis. Heiliges Seenwasser. Er hört ein Graue. Was? Also, was ist das? Bindungskugel. Wenn dieses geworfen wird, sie zu einem Anker und er wendet verlangsamt gegen alle Gegner im Umkreis von 4,2 Meter an. Dauert 20 Sekunden. Möge es Gutes tun. Und möge seine Gabe den Boden unter den Hufen des Roten Rehs heben. Okay, wir müssen dieses Rote Reh finden. Kann es uns vielleicht helfen? Mal schauen. Bin gespannt, was uns hier angreift. Ah. Das ist die Bestie. Und das ist das Reh, höchstwahrscheinlich. So wie es aussieht. Oh. Warte kurz, er hatte bei sich auch noch sowas. Ich hoffe, er geht nicht drauf, wenn ich es abschieße, aber mal schauen, weil ich glaube, das ist etwas, das nicht sehr gut ist für die Umgebung hier. Ich glaube, das ist eben diese Krankheit, das rote Zeug, das ist, glaube ich, diese Krankheit, die sich hier über den Wald legt. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Ist das ein bisschen so wie eine Krankheit ist. Ich habe einen Checkpoint auch eines vergessen. Ich renne kurz zurück zum Checkpoint, um das Ding kaputt zu machen. Dann sehen wir uns gleich wieder.
Oh, der Stein hat mich verarscht. So. Gut, da sind wir wieder. So, jetzt gehen wir vorwärts. Jetzt schauen wir. Dann erkunden wir mal, was wir hier Spannendes finden. Hier ist auch wieder sehr viel von okay, diesem Geschwür. Gehen wir es an. Hey, das sind sehr spezielle Viecher. Aber nicht sehr stark. Ich habe aus dem Fenster erschossen. Ich habe das Gefühl, die Rehe sollte man nicht killen. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir die Dinger zerstören, weil die sind, glaube ich, der Auslöser dieser Krankheit. Wer ist er denn? Shotgun. Boah, ein 600er Hit. Was hat der Typ gedroppt? Der Bogenschütze? Gar nichts. Hey. Hier ist noch mehr Krankheitsstuff. Hier ist nix. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Hier sind Gebäude. Direkt wieder weggehen. Er ist zwei meiner Schüsse ausgewichen, was? Oh Gott. Hey, die explodieren einfach noch, ja mein. Okay, dieser Wald ist sehr krank. Und dann nicht nur ein bisschen, sondern dann wirklich sehr. Ist alles verseucht hier. Alles verseucht und beschädigt. Was ist da hier? Wieder das Eis nochmals. Der Ritter da drüben liegt auch ein bisschen. Muss die Shotgun noch nachladen. Wir müssen noch einen Checkpoint finden. Weil ich kann die Aufnahme nicht beenden, wenn wir keinen Checkpoint haben. Und da glüht noch was. Was ist das? Ah, Munition. Mittlerweile sollte ich das eigentlich wissen. Schon wieder sind Bogenschütze. Wir sind sehr einfach bekämpft.
brauche halt leider einfach gerade Unmengen an Munition. Das ist ein bisschen schlecht. Hier ist auch nix. Ne. Hier ist irgendwie so wie eine Art Dorf. Das ist eine Truhe, das ist schon mal sehr gut. Wem habe ich vorher noch geschmolzenes Eisen gesehen? Mach das weg. Oder? Doch, da. Wollte ich schon gerade sagen. Dann gehen wir mal weiter. Finden wir hier ein Dorf oder so? Ich glaube, es ist cooler, wenn wir hier wieder das finden. Einfach mal säubern. Mal schauen. Was da noch so zustande kommt. Das sind, glaube ich, so Dörfer von den Ahnen. Wenn ich mich nicht täusche, sind das, glaube ich, so ein bisschen wie Dörfer von den Pan. Und da ist was blau markiert. Das ist schon mal gut. Und wieder sehr viel Material. Das ist sehr gut. Kann jetzt nächste Folge unsere Waffe wieder upgraden. Also gut. Dann kommt her und holt es euch. Was seid ihr denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie viel Leben hat das Ding? Okay, wir sind zu schwach, um den zu bekämpfen. Wir sind wieder hier ganz am Anfang. Okay, dann hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Remnant 2 wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Wir müssen schauen, was wir da das nächste Mal machen da hinten, weil das ist ja... Was ist das hier? Blutmondaltar. Okay. Das da hier ist, glaube ich, etwas von der Saat, so wie es aussieht. Mal schauen, mal schauen. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Aber ich hätte gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Und bis zum nächsten Mal.